So, schon ein bisschen länger nicht mehr gefilmt, deswegen sind da so Datscher drauf. Moin moin, willkommen zum neuen Video. Morgen. Ja, wir steamen jetzt gerade nochmal unsere Klamotten von Armed Angels, dem Sponsor des heutigen Videos. Großen Dank an dieser Stelle. Und dann machen wir uns auf den Weg in das Dahner Felsland, in die Südpfalz. Vorher kriegen wir aber nochmal Besuch von einer Journalistin hier von einer lokalen Zeitung. Die hatte uns angefragt, ob sie ein Interview mit uns machen darf. Und ja, warum denn eigentlich nicht? Das werden wir gleich euch alles zeigen. Jetzt, ja, steamen wir die Klamotten, gehen mit Nusa Gassi und dann geht's auch schon los. So, ihr habt ja im letzten Video erfahren, dass wir uns ein altes Bauernhäuschen gesucht haben und dass aber das ja nichts geworden ist, aus verschiedensten Gründen. Und ja, bei uns geht es jetzt halt erstmal so weiter, dass wir ja weiter erstmal im Bus bleiben und Ausschau halten nach ja, kleinen Wohnungen, schönen Grundstücken, aber halt alles ohne Stress. Wir haben auch viele Kommentare bekommen auf das letzte Video, da waren ganz viele tolle Tipps dabei. Und ja, solange wir halt im Bus leben, reisen wir natürlich weiter. Also wir werden jetzt nicht unseren wunderschönen Van für irgendeine Wohnung oder für irgendwas aufgeben. Wir haben sowieso vor, weiterhin Vanlife zu machen. Genau. Aber halt eben mit einer Base, das finden wir halt ganz wichtig. Ja, ob das jetzt dieses Jahr was wird, wissen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall sowieso noch viel vor dieses Jahr. Also wäre es jetzt auch nicht so schlimm, wenn erst nächstes Jahr was kommt. Das passt. Genau, ich denke auch. Aber ja, freut euch auf ein paar Reisevideos aus Deutschland. Und im Juli geht es auch für uns schon wieder nach Italien, also gar nicht mehr so lange. Dann sind wir nämlich ein paar Wochen in Italien unterwegs. Aber schaut mal, hier ist auch richtig schön, ne? Also gerade ist schon ja, wie so ein Reiseland. Weil wir sind ja immer viel unterwegs, aber im Sommer ist in Deutschland auch richtig schön. Das stimmt. Oder? Ja. Ja, hallo? Hi! Ja, eben Anruf gekriegt von der Journalistin und da scheint irgendwas passiert zu sein. Deswegen hat die uns jetzt für heute abgesagt, was ja auch völlig verständlich ist. Aber das machen wir sicherlich an einem anderen Tag. Ja, schon richtig cool, was wir so für Wellen schlagen oder was unser Lebensstil so für Wellen schlägt, dass das WDR-Team letztes Jahr bei uns war, die Zeitungen und so weiter, ist irgendwie schon spannend. Ja, für euch, ihr kennt uns ja, ne? Aber für andere Leute, die uns dann in der Zeitung entdecken, für die ist das dann ganz neu. Hier ist jetzt übrigens gerade auch Leinpflicht und ist auch ganz gut so, weil da trauen wir Nusa noch nicht so ganz. Die jagt schon ganz schön gerne und die ist auch schon mal zweimal so ein bisschen weiter weggelaufen, aber sie ist immer wieder zurückgekommen zum Glück, sehr schnell. Oh ja, innerhalb von 2-3 Minuten ja. War sie wieder da. Aber mit der Langleine ist es auch ganz okay, können wir noch mal ein bisschen üben hier, ne? Ja, Nusa hat gerade irgendwie eine Fährte aufgenommen. Und genau hier ist sie auch schon mal stiften gegangen. Da ist sie einem Hasen hinterhergerannt. Ey, ist das nicht eine wunderschöne Aussicht? Also hinter mir. Ja, toll, dieser Spaziergang. Jeden Morgen drehen wir hier so eine Runde. Das sind so 2 Kilometer. Ist einfach schön, ne? Richtig schön. Das ist ein richtig schönes Waldbad und ja. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, was sie da. Vielleicht sehen wir gleich noch ein wildes Tier. Vor ein paar Tagen haben wir einen Reh gesehen. Ist da? Ja, hier ist das letzte Mal ein Reh. Oh, geht's aber so weg runter. Nusa. Ja, hier ist ein Reh entlang gelaufen. Richtig langsam und majestätisch, ganz nah an uns vorbei. Der ist nämlich aus, bei uns sagt man Gatter, aus einem umzäunten Gebiet ist er wohl rausgekommen und ist deswegen sehr, sehr menschenfreundlich. Ja. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Ja, sie schnuppert gerade. Komm mal her, Nusa! Oh.
kriegt einen schönen Bananenshake. Ist doch das Ding gemixt. Wo bist du gestern gewesen? Kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos. Einige unserer liebsten Kleidungsstücke kommen von Armed Angels. Viele Kleidungsstücke der neuen Kollektion von Armed Angels sind aus Leinen und das ist sehr praktisch, gerade für den Sommer, weil es ist sehr luftdurchlässig und gerade bei diesen heißen Temperaturen, die uns jetzt bevorstehen, sehr, sehr angenehm auf dem Körper zu tragen. Wir haben einen Rabattcode für euch mit David und Melinda 15. Haltet ihr euren Geldbeutel auch kühl, weil ihr könnt 15% auf euren nächsten Einkauf sparen. Ja, und welche Sachen wir genau tragen, das verlinken wir euch nochmal in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr auch alle weiteren Infos finden. So wie den Link zu Armed Angels. Und ja, wir packen es jetzt und sehen uns gleich in der Pfalz. So, wir sind jetzt hier fast angekommen, fast am Stellplatz da, aber wir müssen noch was einkaufen und zwar gibt es hier frische Pfälzer Spargel und Kartoffeln. Und da unser Kühlschrank ja fast leer ist, weil wir so oft bei meinen Eltern essen, haben wir uns gedacht, wir brauchen heute Abend was zu essen, deswegen kaufen wir jetzt was ein. Und ich muss sagen, es fühlt sich hier schon so ein bisschen an wie Urlaub, also es ist wunderschön, irgendwie komme ich mir so vor, wie, was hast du gesagt, wie in der Toskana, ne? Sieht es ja hier so ein bisschen aus. Also richtig, richtig schön. Südpfalz gibt es viel zu entdecken. Wir waren hier schon oft privat, ohne Kamera unterwegs. Jetzt aber mal mit euch im Gepäck, ne? Und ich würde mal sagen, wir kaufen frische Spargel ein und sehen uns dann gleich auf dem Stellplatz wieder. Und sie muss, glaube ich, pullern. Ja. Ah, hallo, grüß Gott. Leider können wir im Moment nicht persönlich für Sie da sein. Ah, warum das denn? Über den Feiertag von Leichnam vom Ah, jo, da komm ich. Bis zum 1. Juni bereits ausgebucht. Was? Wieso das? Eine Reservierung für einen anderen Nee. Das Buchungsformular auf uns. Nee, ich will keinen anderen Tag, ich will heute kommen. Potzblitz aber mal. Nusa. Genau, klöne die mal bei uns. Bis dann. Oh, tschüss. Wie Nusa sich freut, wieder zu treffen. Nusilein, weißt du, dass du bald Besuch kriegst? Oh, du wirst dich so freuen, Schatzi. Oh, das wird so cool. Der Fiete. Weißt du noch, wer der Fiete ist? Wenn du der den erstmal siehst. Oh. Wie lange ist das jetzt her? Das war Februar. Das sind dann jetzt 4 Monate. Das war noch vor ihrer Periode. Oh, wie sieht's aus? Da bin ich jetzt mal gespannt, ne? Uiuiuiui. Okay, also wir haben einen freien Stellplatz gefunden, beziehungsweise einen Campingplatz. Lucy. Und der Platz ist auch echt schön. Ich habe jetzt mit Dusche und mit WLAN, weil Internet ist ja nicht, ne? Doch, mit unserem Internet tatsächlich habe ich gerade eine Story reingeladen. Ach, okay. Hätte ich ja gar nicht kaufen müssen, kann ich es vielleicht zurückgeben. Weil ich hatte hier gar kein Internet. Ja, mit Vodafone hatte ich auch kein, aber mit unserem... Gar nichts. Mit unserem WLAN ging Na das. Na gut, okay. Kann ich das vielleicht zurückgeben. 24 Euro jetzt bezahlt, mit Dusche. Ja, das geht doch. Das geht klar, oder? Und einen schönen Platz habe ich auch gefunden. So, und da vor das Zelt. Da können wir uns jetzt hinstellen. Ja, da können wir uns hinstellen. Dann sind wir hier angekommen und gehen erstmal mit Nusi ein bisschen spazieren. Die macht das nämlich ganz toll, ohne zu meckern oder zu wimmern, gell? Sitzt sie immer so schön neben uns und wartet, bis wir ankommen. Ja, brave Nusi. Thank you.
schönes Häuschen, ne? Das ist unser Bauernhaus, haben wir gekauft. Aber das, was wir uns angeguckt haben... Sag das nicht. Okay. Schneid das bitte raus. Ich muss das rausschneiden, gell? Info an den Cutter. Findest du nicht so gut. So, wir sind jetzt wieder zurück am Auto auf unserem Campingplatz. Richtig schön hier. Wir machen uns jetzt einen schönen, gemütlichen Abend. Und morgen wollen wir dann hier eine große Wandertour machen. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Oder? Freust du dich auch drauf? Ja, ich freue mich mega drauf. Und wir müssen richtig früh aufstehen. Ja. Um 7 Uhr klingelt der Wecker? Ich glaube, vielleicht sogar um 6. Schaffen wir eh niemals. Nee. Damit wir um 7 rauskommen, musst du um 6 klingeln. Und dann snoosen, snoosen, snoosen und dann noch schlimmer. Ja. Wir stellen lieber 10 vor 7 und dann stehen wir direkt auf. Okay, wir stehen direkt auf. Bis morgen. So, guten Morgen. Wir gehen jetzt wandern. Ich bin noch ein bisschen müde, was auch daran liegen kann, dass ich jetzt noch gar keinen Kaffee getrunken habe. Den haben wir uns nämlich für die Wanderung mitgenommen. Und ich würde mal sagen, wir wandern uns jetzt erstmal wach und sehen uns dann gleich auf dem Weg wieder. Du bist übrigens eins mit dem Van, das T-Shirt. Wir sind eine eins. Farbe. Selbe DNA. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich sehe es auch erst hier auf dem Video. Ja, und schwarze Hose wie die schwarzen Reifen. The match. Ja, ich freue mich total auf die Wanderung. Das Wetter ist total schön. Und vor uns liegen jetzt ungefähr 10 bis 12 Kilometer im Dahner Felsland. Und ich habe da schon viel Schönes gesehen und auch gehört. Und bin mal gespannt, was für krasse Felsformationen wir hier so im Wald entdecken werden. Dahner Rundwegwanderung ist die mit dem grünen Baum. Jetzt können wir auch an die Burg vorbei. Hier geht's lang. Ja, wir haben jetzt hier unsere ersten Schilder gefunden. Wir laufen jetzt zu Dahner PWV-Hütte. 0,6 Kilometer. Und dann geht's weiter. Wir haben uns leider falsch angezogen. Wir haben Sonnencreme drauf geschmiert, aber keinen Mückenschutz. Und hier ist ganz schön viel Gewässer und die eine oder andere Mücke hat uns schon erwischt. Wir sind noch Wanderanfänger. Das nächste Mal wissen wir Bescheid. Also auf jeden Fall Mückenschutz wäre nicht verkehrt. Und vielleicht eine lange Hose. Ja. Noch keine echten Wölfe. Das sind noch keine echten Wölfe. Komm mal her. Musa, die kannst du anfassen. Musa, das sind keine echten Wölfe. Guck mal, die kannst du anfassen, Musa. Ja, bravo. Hast du beim Wolf am Hintern geschnuppert. Die sind nicht echt, guck. Hier gibt es tatsächlich Wölfe, nur sind die da halt einfach nicht echt. Aber im Jahre 2015 hat man hier Wolfsspuren entdeckt. Und ich lese hier gerade ein bisschen was über einen Wolf durch. Wolf is back. So, Kaffeepause. Sind noch nicht so weit gekommen, ne? Nee. Aber ohne Coffee kommen wir auch jetzt nicht so weit. Also gibt es jetzt erstmal eine kleine Kaffeepause. Nachdem Nusa da hinten die Wölfe angebellt hat. Und dann laufen wir den, wie heißt der Rundweg? Burg-Dahn-Rundweg. So, soll sehr abenteuerlich sein. Wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf.
das so laut? Ja, das sind die Flugzeuge. Die NATO? Nee, die noch nicht. Aber es hört sich so an, ne? Hier ist, glaube ich, in der Nähe ist auch Rammstein. Der US-Militär. Ja, das sind die berühmten Felsen hier. Krass. Wow. Und? Da bist du in der Natur und willst Ruhe genießen. Da hast nur lauter Flugzeuge, die hier drüber fliegen. Und lauter, das ist echt laut. Das lauter scheint. Düsenjets, ne? Oder Jets, was auch immer das ist. Ja, keine Ahnung, woher die kommen. Irgendwo da oben. Ich guck mal. Ja, wir passen auf. Ah. Nee, nicht bis ganz hoch, aber bis hier. Ja, diese Burgruine hier, die ist richtig begehbar. Man kann über eine Wendeltreppe hoch auf die Dachterrasse und man kommt über eine andere Wendeltreppe in so verschiedene Räume hier. Das ist richtig schön. Und ja, das gucke ich mir jetzt mal weiter an. Nee, aber ohne Sonnenbrille. Hier ist nämlich richtig dunkel, aber ohne Sonnenbrille sehe ich nichts. Ne? Jetzt stecke ich hier fest. Boah, ich sehe hier gar nichts. Meine Augen sind so an das Tageslicht gewöhnt, dass ich hier drinnen gerade gar nichts sehe. Hallo, Hilfe! Wo ist die Melli? Ich bin schon fast unten. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Hier mit der Kamera. Ja, so sehe ich wenigstens was. Krass, dass ich mit der Kamera mehr sehe. Hier mit meinem Auge, aber ich komme hier nicht raus. Geht's jetzt hier raus? Hallo? Oh nee, ich muss alles wieder zurücklaufen. Da geht's auch nicht runter. Kann ich hier vielleicht runterspringen? Ja, das könnte klappen. Ui. Und dann. Irgendwie. Boah, aber ist schon ein bisschen hoch. Wenn ich mich aber hier so jetzt überlänge. Da bin ich jetzt runter. Man kommt da hoch und dann kann man irgendwie da oben rumlaufen. Und dann war ich in so dunklen Kammern drin, ne? Wo wahrscheinlich schon jahrelang kein Mensch war. War gut. Ich habe halt wenig gesehen. Und ich musste dann aus dem Fenster springen. Ich hatte keine Lust mehr, ganz hoch zu laufen. Wie? Aus welchem Fenster bist du gesprungen? Das zeige ich dir, komm. Aha, oh. Schön, guck mal. Langsam. So, die Wanderung ist fast vorbei. Wir sind dann 5,5 Kilometer gelaufen. Wir sind das ganz entspannt angegangen und es war auch nicht anstrengend, aber richtig schön. So, wieder da. Mal gucken, ob man da rein kann. Ist okay. Geht, aber wenn wir jetzt aufmachen hinten, dann kommt ein guter Durchzug. Nusa hat sich schon hier unten hingelegt und das Auto.
Ach, Lucilein, schön da unten. Oh, die Mausi. Und wir holen uns jetzt eine schöne Dusche ab. Und dann fahren wir in ein richtig schönes Café. Da waren wir auch schon mal, ne? War das schon mal gemeinsam? Da waren wir schon einmal gemeinsam, ja. Ganz am Anfang, bevor wir überhaupt auf Weltreise gegangen sind. Und also das ist schon ein paar Jährchen her. Das Café Solo in Weisenheim am Berg, okay. Falls das jemand kennt. Jetzt sind wir hier im berühmten Café Solo. Ich würde mal sagen, das ist ja, das Ibiza. Der Pfalz. Der Pfalz. Also so fühlen wir uns hier gerade. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Mhm. Super schön eingerichtet. Und ja, genau. Ja, der Kaffee ist halt normal. Ja gut, wegen Kaffee kommst du hier nicht her. Nein. Aber es ist halt echt schön. Also generell die Pfalz ist sehr, 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 sehr stylisch. Sehr schön dekoriert alles und ja, hat uns bis jetzt gut gefallen immer. Ja, ist halt ein stylischer Ort, so ein stylisches Bundesland. Ne? Wir sind jetzt angekommen auf unserem Platz und ja, wenn wir jetzt noch schnell zu Abend essen. Okay. Kann ich zurückfahren? Okay, und wenn wir jetzt noch schnell zu Abend essen, dann haben wir wahrscheinlich noch einen richtig geilen Sonnenuntergang. Gehen wir Gassi? Morgen sind wir da hinten aufgewacht. Jetzt gucken wir uns den Sonnenuntergang an und genießen noch den Abend hier auf unserem Hausparkplatz. Und dann sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Ja, mittlerweile ist der nächste Tag und wir sind auf dem Weg zu meiner Oma. Das Video ist gleich vorbei und ja, ich muss mich auch in den Videoschnitt setzen. Vorher hat uns Oma aber zum Mittagessen eingeladen und ich muss euch sagen, Oma kocht wirklich sehr, sehr gut. Ja, und dann lernt ihr meine Oma noch mal kurz kennen und ja, ich weiß nicht, was wir denn heute sonst noch erleben. Ich glaube, ansonsten bleibt es bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Ja, und dann schneide ich das Video für euch zusammen. Das kommt ausnahmsweise mal montags online. Ja, weil wir es halt einfach am Samstag nicht geschafft haben, alles zusammenzuschneiden. Ganz ungewohnt, Melli fährt. Alles paletti bei Ihnen? Alles super. Wir sind, schau mal, wo wir sind. Freust du dich? Oh, und hoch mit dir. Hallo. Hi. Oh, Lusa freut sich. Hi. Hi, Großer. Hi. Gemacht und alle raus. 13 Klöße, wow. Ja, meine Omilein hat hier so einen wunderschönen Tisch gedeckt. Heute essen wir jetzt hier was Schönes und danach machen wir eine kleine Wasserbombenschlacht mit meinem Neffen. Könnt ihr gerne mal dranbleiben, falls euch das interessiert. Wir ja, passen nämlich die kommende Woche auf meinen Neffen auf und haben da schon ein paar coole Aktionen geplant. Mal schauen, ob wir das im nächsten Video zeigen können. Denn heute ist eigentlich auch schon der letzte Tag, wo wir in unserem Van schlafen, zumindest für die kommende Woche, weil der Van muss in die Werkstatt. Die Einspritzpumpe ist nicht mehr ganz so gut. Manchmal drücke ich aufs Gas und es kommt nichts. Und ja, noch ein, zwei andere Sachen, Kleinigkeiten, die da verbessert werden müssen. Deswegen, ja, mal schauen, wenn wir hier öfter mal sein. Und ja, was Cooles mit meinem Neffen machen. Aber erstmal gibt es jetzt was zu essen, eine Wasserbombenschlacht. Und dann war es das mit dem Video. So, meine Oma hat heute Rotkohl, Klöße und Gulasch gemacht. Man hat eine der besten Tischdecken rausgeholt. Rindergulasch war das, ne? Schatz, was hast du gesagt? Ist schon, man hat Angst, hier Flecken zu machen. Ja,
Die ist ja bitte ganz neu, noch nie benutzt. Bitte schön. Hast du die echt noch nie benutzt, Oma? Nein, das ist ein Geschenk mein aus Schlesien. Habe ich noch nie benutzt, das erste Mal. Aber die Flecken gehen ruckzuck weg, weil ich habe noch eine benutzt. Und jemand hat bekleckert und trotzdem war das alles so schön. Du kriegst aber alle Flecken raus, ne? Alle, ja, aber das ist nur ein Stoff. Das ist der Stoff. Guten Appetit wünsche ich euch. Guten Appetit. Und ja, vielleicht kennt ihr ja die schlesische Küche. Und falls ja, dann wüsste ich ganz gerne, was so euer Lieblingsgericht daraus ist oder welches Gericht ihr auf jeden Fall daraus kennt. Ich würde sagen, eins meiner Lieblingsgerichte ist auf jeden Fall ja, das, was wir heute essen. Aber auch Piroggen finde ich super lecker. Und du magst Gurkensuppen. Gurkensuppe. Ja. Einmalig. Und dein Lieblingsgericht, Oma? Mein Gericht, ich esse alles. Aber das beste Gericht ist, wenn ich mir Quark nehme, mit Sahne, schön mit Salz, Pfeffer, Paprika und Kartoffel dazu. Kartoffel, Pellkartoffel dazu. Ganz einfach und lecker. Lecker und einfach und gesund. Ja, das stimmt. Ja, dann lassen wir es uns schmecken. Danke fürs Essen, Omi. Ja, bitteschön. Und jetzt geht's auf in die Wasserschlacht. Noch ein bisschen näher? Ja, so kann ich dich kriegen, jawohl. So, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Die Wasserschlacht ist noch lange nicht entschieden. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die letzte Runde und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss.